Oh, du hast Angst vor dem. Da müssen wir diese Boxen da unten am Dings machen. Ja. Ich glaube, das musst du machen, aber ich kann die gar nicht triggern. Ich habe die Befürchtung auch, dass ich das machen muss. Ich dachte, das hätten wir schon gemacht, gell? Nein. So. Okay, das war eins. Hast du jetzt gemerkt, welche das war? Ey, bleibt ja offen. Zwei. Ja, ich meine, wenn wir verkacken. Achso, ja, da wo die Münzen sind. Macht das Sinn? Und dann einfach außen rum, oder was? Okay, genau. Drei. Gut, dass die geben dir keine Luft. Aber du musst nach innen. Warte, ich will. Das ist das Problem an diesem Level, was die 100 Münzen hart macht, das sind die Strömungen. So. Kamera. Da ist die letzte. Ach. Steuerung! Wollte gerade sagen, nicht bewegen. Egal. Auch wenn ich jetzt tot bin, bin ich tot? Ja, ich bin tot. Viel Spaß. Dreh ich mich da jetzt unendlich weiter? Wo ist der scheiß Stern? Ich sehe ihn nicht. Keine Ahnung, du musst jetzt einfach runterschwimmen und hoffen, den jetzt gleich zu treffen. Da. Ah. Ich werde langsam nervös. Warum denn? Warum? Ich verstehe es nicht. Pole Jumping, nicht Pole Dancing. Okay. Warte mal. Hier gab's. Die Ringe füllen dich irgendwie auch auf, ne? Ja. Ach, ja. Alter, wenn der jetzt nicht gezählt hätte, ne? Der ist halt leider genau über dem Strudel. Ja, das ist mir halt schon ziemlich egal. Oh. So, oh, die 100 Münzen werden anstrengend. Die werden echt. Die werden echt anstrengend. Ah, ne, das. Komm, 100 Münzen, wir machen es jetzt. Mit den roten. Wir brauchen alle rote und wir brauchen alle blaue. Ich meine, die hier vorne, die müssten ja relativ einfach sein. So, die Dire Dogs. Lass mich mal. Achso, für mich spawnen die nicht. Es gibt 6 Blue Coins. Above ja. Bowser's Sub on a floating platform. Ja. Das wären ja schon mal 30 Münzen. Okay, warte mal, hier an der Seite waren welche, gell? Mhm. Aber wo ist jetzt nur die Frage? Ich wusste. Ah, da. Aua. So, in der Muschel war ja keine. Genau. Sehe, dass da noch eine zweite Reihe war. Also ich kann mich auch täuschen und es einfach mit den Runden verwechselt haben. Nee, da sind haben. Keine. Doch, da. Unten auf dem Boden. Genau. Ich glaube, die sind auch einfach nur dazu da, um zu zeigen, Kollege, hier, du hast die letzte Truhe. Da! Oh je. Nicht zu dicht. Okay. So, jetzt den Ring. Genau. Schwimm bitte ein bisschen weiter weg von dem Strudel. Wir haben nachher nämlich noch welche vor diesem anderen Ausgang. Da, ach, da hinter dir! Ja, warte. Stimmt, vor dem Ausgang sind auch noch welche und der hat auch so eine Sogwirkung, gell? Ja. Hinter dir. Wenn die Kamera sich mal hinter mir positionieren könnte. So. Alter, was hat der denn für eine Anziehungskraft? Zwar nicht in der Höhe, aber in der Breite ist die ja brutal. Okay, durch den Tunnel.
Ja, gut, dann nimm die jetzt, wollte ich gerade sagen. Hm? Es gibt aber 60. Wo sind die restlichen 18? Noch hier im Wasser. Ja, okay, die 6 Blue Coins sind genau da, wo der blaue Schalter ist. Ja, ich hab's mir gedacht. Das andere wäre auch ein bisschen sehr mies. Achso, der ist woanders, ne? Naja. Keine Gefahr, den außer den einzusammeln. Warte mal, wo ist der? Ach da. Ja, sei vorsichtig beim Hochspringen, bitte. Ich hab nicht vor, wieder hochzukommen. Achso, ich soll die alleine einsammeln. Ich dachte, wir sammeln die zusammen. Ja, jetzt, wenn du doch kein da bist. Ja, ich dachte, gemeinsam wäre es einfacher, falls ich verkack. Ja, hast du aber nicht. Boah. Zieht sich halt auch nach oben. Ja. Wir waren bei 42, das waren 5. Das heißt, zur Seite weg und dann... Ja, genau, das versuche ich gerade. Boah, Alter. Wo sind die letzten? Warte mal, wir sind jetzt bei 47 Münzen. Wie viel habe ich gesagt? Gibt's einen gelben 60? Ist gar nicht so hart. Nur mit den Currents muss man halt aufpassen. So. Jetzt den roten Münzenstern. Weil ich nicht so hoch springen kann wie du, Mann. Und ich da nie im Leben hochgekommen wäre. Oh, wir haben echt alle. Yep. Hä, warum erkennt ihr den denn da nicht? Geh noch weit höher! Ist halt so weit unten immer. Das ist schwieriger. Ich hätte schwören können, ab einer gewissen Größe erkennen die einen nicht mehr. Doch. So. Das heißt, wir können die gleich... Ach nee, können wir nicht. Doch, können wir. Müssen wir nicht nochmal raus und wieder rein. Aha! Was ist da gerade passiert? Ich drücke Steuerkreuz runter. Ach, verdammt. Ich finde das toll, dass ich die Sprüche auf Kommando ablassen kann. So, da. Es fehlt nur noch ein Stern. Jawohl! Und das ist ein ganz besonderer Stern. Also, wir gehen da irgendwann noch rein und holen die roten Münzen. Und wenn es der letzte Stern ist, den wir holen. Wir sind, glaube ich... Ah! Weil ich ein König bin, Alter! Ah! Du bist ja ein Arschloch! Hä? Oh! Vorhin bin ich einfach gestorben und alles war gut. Ja, du musst hier so einen sanften Abstieg machen. Du darfst nicht zu viel... Hä? Ach, komm schon. Du darfst nicht so schnell fliegen, ist das Problem. Okay. Okay, das läuft gerade ziemlich... ziemlich gut. Nein! Oh Gott, wir haben die 8. Münze verpasst! Kamera! Kamera! Okay, ich glaube, die kriegen wir auch noch so. Nein. Doch. Ich glaube, die könnten wir noch so kriegen. Warte doch mal ganz kurz. Okay, versuch's. Boah, eine! Eine scheiß Münze! Trennt uns vor dem Endsieg. Ja, so schon mal nicht. Hey, das war eine gute Idee eigentlich. Ach, komm schon. Du musst früher anfangen zu springen. Ich kann das leider die Entfernung so schlecht einschätzen. Ja, du bist halt so spät erst angefangen. Ja. Wieder so spät. Okay. Ja, ich will's halt nicht verkacken. Nein! Warum? Ey, was machst du denn? Weil der nicht gesprungen ist. Der ist gerutscht. Ja, aber warum fängst du erst so spät an?
Ja, warum? Was heißt du spät? Diesmal war ich eigentlich relativ früh. Nee. Ich hätte hier hinten schon angefangen. Ja, aber ich wollte ja eigentlich das eine, diese eine Zinne nutzen, um noch höher zu kommen, weißt du? Ja, das funktioniert nicht. Ja, natürlich funktioniert es, man muss es nur ordentlich timen. Brauchst du auch gar nicht. Ja, das sehe ich, wie man es nicht braucht. Das liegt daran, dass ich genau davor gestoppt bin. Ich hätte halt kann die richtig treffen. Ich soll wirklich genau draufziehen. Okay, es ist gar nicht so kacke geworden, wie ich dachte. Ich hatte jetzt echt erwartet, dass wir mehr Versuche brauchen. Ich nicht, ehrlich gesagt. 120. Warte. Du bist, glaube ich, auch nur gehört, weil, okay, ich bin oben. Hä? Bin ich schon drin? Ja. Ach, scheiße. Komm schon. Oh, ja! Yoshi! Hä? Warum? Was, hä? Wie? Warum? Hallo? Rede mit uns! Mario, bist das wirklich du? Es ist schon so lange her seit unserem letzten Abenteuer. Wurde mir gesagt, dass ich dich vielleicht sehe, wenn ich hier warte. But I was just about giving up hope. Ist es wahr? Hast du wirklich Bowser besiegt und alle Sterne zurückgeholt? Und die Prinzessin gerettet? Ich wusste, dass du es machen kannst. Und jetzt habe ich eine sehr spezielle Nachricht für dich. Danke, dass du Super Mario 64 gespielt hast. Das ist das Ende des Spiels, aber nicht das Ende des Spaßes. Wir wollen, dass du weiterspielst. Also haben wir eine Kleinigkeit für dich. Wir hoffen, du wirst es mögen. Viel Spaß, das Super Mario 64 Team. Ja. Wollen wir denn mal sagen, was wir als nächstes spielen wollen? Das, Können wir sehr, sehr, sehr gerne tun. Denn, dadurch, dass ich ja das Let's Play letztens erneut durchgeguckt habe und absolut Bock wieder auf Classic Co-op hab. Classic im doppelten Sinne tatsächlich, das ist ja lustig. War die Überlegung, das hattest du ja nachgeschaut dann noch, was man denn noch so Co-op spielen könnte, und kamst auf Ocarina of Time. Und da war meine Überlegung, Master Quest zu nehmen. Und durch deine Recherche hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich geht. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben beide das erste Mal Mario 64 100% durchgespielt. Ja. Und auch wenn es natürlich im Koop leichter war. Und wir es natürlich nicht auf der Originalkonsole gezockt haben, sondern auf einem Emulator. Aber geschafft ist geschafft. Das war's, Tate. Und damit sage ich Tschüss. Tschüss.